Das Wissenschaftssystem Lichte und Spiegel von Mr. Herbert Spencer. Teil 4. Wie funktioniert das kollektive Gedächtnis der Wissenschaft? Spencers Reputation und Rezeption als eigendynamische Kommunikationsphänomene. Kapitel 10. Spencers Gespenster. Eine Berühmtheit von Weltformat entschwindet. Nachdem unser Protagonist als autodidaktischer Polymath vorgestellt wurde, dessen multidisziplinäre Beiträge ein weites Feld abstecken, das weitgehend den gesamten wissenschaftlichen Diskurs des 19. Jahrhunderts abdeckt, nachdem ferner vorgeführt wurde, wie sich anhand von Spencers Schriften die Geschichte der Entwicklungsidee bis in die Gegenwart hinein nachzeichnen lässt, und nachdem zudem aufgezeigt wurde, wie die Philosophie Spencers das wissenschaftliche Wissen insgesamt geordnet zur Synthese zu bringen sucht, waren wir zuletzt der Frage nachgegangen, inwiefern solch ein System die grundlegenden Perspektiven und Fragestellungen der Wissenschaft prinzipiell zu ordnen gestattet, um anhand bestimmter kybernetischer Prinzipien systematisch die wissenschaftlich sinnvollen Fragen stets aufs Neue zu erschließen. Hatte der erste Teil Spencer als Typ in den Blick genommen, der zweite seine Schriften aus ideengeschichtlicher Perspektive betrachtet und der dritte Teil dem Systemcharakter seines Werks gegolten, so bleibt dem letzten Teil nun die Aufgabe, die öffentliche Wahrnehmung Herbert Spencers und seine wissenschaftliche Rezeption aus Sicht der einzelnen Fächer zu begutachten. Indes wäre es müßig, Spencers effektive wissenschaftliche Wirkung rekonstruieren zu wollen, da seine öffentliche Erscheinung außerordentlich multiple Effekte verursachte, ganz im Sinne seines eigenen Axioms von der Mannigfaltigkeit der Kausaleffekte einer jeden Ursache. Zumal er ja weniger für einige spezielle Entdeckungen und konkrete Kausalerklärungen steht. Es geht in seinem Fall vielmehr um die Wirkungsmacht abstrakter Ideen, welche sich im wissenschaftlichen Kommunikationsprozess unweigerlich zu einer unübersichtlichen Vielfalt von Varianten, polemischen Zuschreibungen und Missverständnissen verstricken. Da Spencer indes selbst keineswegs als alleiniger Urheber dieser Ideen gelten darf, gibt es hier somit keine charakteristische persönliche Signatur, die einfach zu identifizieren und gegebenenfalls wie ein Plagiat wiederzuerkennen wäre, sodass sich historisch gut verfolgen ließe, von wem sie aufgegriffen oder ignoriert, ob sie anerkannt oder zurückgewiesen wurde, wo sie sich durchsetzen konnte oder wann sie durch alternative Auffassungen übertrumpft wurde. Im Gegenteil handelt es sich um ein überaus komplexes Werk, dessen wissenschaftlicher Gehalt jeweils im Auge des Betrachters liegt, so dass der erweckte Eindruck womöglich mehr über den Beobachter aussagt als über den Gegenstand. Denn natürlich wurde Spencer schon zu Lebzeiten nicht nur positiv gesehen, sondern blieb stets eine strittige Figur, an der sich diverse Debatten entzündeten oder mit deren Hilfe sie gegebenenfalls auch erstickt wurden.
Die immense Prominenz und globale Popularität Spencers schloss gegen Ende des 19. Jahrhunderts nur eines aus: ihn zu übersehen. Die Vielseitigkeit und universelle Sichtbarkeit seines Falls qualifiziert ihn zum privilegierten Medium für Projektionen verschiedenster Art. Wenn, wie das Manifest der Kommunistischen Partei 1848 feststellt, in Europa das Gespenst des Kommunismus umgeht, dann geht zugleich weltweit das Gespenst des Zientismus um. Und sofern dieses ab 1860 vorzugsweise in der Gestalt von Herbert Spencer in Erscheinung tritt, decken sich die hieran anknüpfenden Mythen mit der Zeit immer weniger mit dem realen Werk des historischen Herbert Spencer. Daher eignet sich sein Fall auch in besonderem Maße dazu, die kommunikativen Mechanismen der Rezeption und Reputation zu erschließen. Sein immenses geistiges Potenzial sei hierzu als gewaltige Irritation begriffen, als ein Irrlicht also, welches vom wissenschaftlichen Ideenhimmel herab in jenes funkelnde Lichtermeer der flunkernden Tranfunzeln plumpste, als welches die real existierende Wissenschaft sich begreifen lässt. Wie wurde er verstanden und welche Zuschreibungen erfuhr seine Person? Wir starten mit einem groben Kontrast zwischen der zeitgenössischen Wahrnehmung und dem posthum verbliebenen Nachruhm, um dann den sich ergebenden Fragen genauer nachzuspüren. An öffentlicher Bedeutsamkeit kam ihm wohl in der gesamten Wissenschaftsgeschichte kaum jemand gleich. Spencer war zu seiner Zeit ein Weltstar, dessen Ruf von Europa bis nach Asien hallte. In der Meiji-Ära, welche Japans abrupten Übergang vom feudalistischen Mittelalter zu einer Japan-spezifischen Form von Moderne als Wirtschaftsmacht mit konstitutioneller Monarchie forciert, wurde extra ein hoher Gesandter zu Herbert Spencer geschickt, um in intensiven Beratungen zu ergründen, auf welche Weise ein für Japan gangbarer Pfad der Industrialisierung einzuleiten sei. Vor allem in den USA schallte sein Name ab 1860 herum durch sämtliche Medien und Diskurse, selbst weit ab akademischer Milieus. Insbesondere Spencers Erziehungsbuch wurde in Damenclubs oder kirchlichen Kontexten breit diskutiert. Und im häuslichen Kontext konnte es einer Frau auch schon einmal während der Hausarbeit von ihrem Ehemann vorgelesen werden. Auch in Deutschland findet sich Spencers Name dann ab Ende der 70er Jahre gehäuft in den Tageszeitungen. Alfred Russel Wallace nannte gar seinen erstgeborenen Sohn Herbert Spencer. Und ihm gleich taten es zahlreiche Leser in den USA. Es ist nicht zu viel gesagt, dass Spencer Ende des 19. Jahrhunderts im öffentlichen Diskurs als Symbol der Wissenschaft überhaupt fungiert. Ob seine Berühmtheit wird er natürlich hier und da betreffs aller möglichen Themen als Referenz bemüht, zu denen er sich geäußert hatte, sei es die Eisenbahnpolitik oder beispielsweise auch die Ernährung von Kleinkindern, bei denen Spencer zufolge der gänzliche Verzicht auf die Gabe von Fleisch bei gleicher Wachstumsrate eine mangelhafte Gewebequalität nach sich ziehen könne. Wie insbesondere eine Analyse der amerikanischen Rezeption zeigt,
stehen im Zentrum der übergreifenden öffentlichen Debatte jedoch Fragen, welche die Konsequenzen einer wissenschaftlichen Weltanschauung betreffen, wie sie Spencer durchweg zugeschrieben wird. Insbesondere religiöse Zeitschriften diskutieren kontrovers die Gottlosigkeit des Evolutionsparadigmas und die Vereinbarkeit von Spencers Konzept des Unwissbaren mit herkömmlichen religiösen Glaubensinhalten. Es geht aber auch darum, ob ein materialistisches Weltbild eine deterministische Auffassung des menschlichen Handelns nach sich ziehe, die den freien Willen leugne. Letzteres betrifft insbesondere die anfängliche Skepsis gegenüber einer wissenschaftlichen Ergründung von Bewusstsein und Gesellschaft durch Psychologie bzw. Soziologie. Dem diesbezüglichen Argwohn gegenüber, einer Unterwerfung von allem und jedem unter allgemeine wissenschaftliche Gesetze, opponiert ein geradezu religiöser Glaube an die Wissenschaft, der weltweit unter dem Schlagwort des Positivismus seine Kreise zieht und in Deutschland unter anderem im Monismus seinen Ausdruck findet, für den namentlich der malerisch begabte Darwinist Ernst Haeckel steht. Neben Auguste Comte war Herbert Spencer diesbezüglich zweifellos eine zentrale Referenz, nicht zuletzt für führende Monisten wie Wilhelm Ostwald oder Rudolf Goldscheid, dem ursprünglichen Initiator der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Dies alles war natürlich eher eine philosophische als eine im engeren Sinne wissenschaftliche Diskussion, wenngleich sie neben Intellektuellen und Künstlern auch Wissenschaftler aller Art in ihren Bann zog. Im Gegenzug gab es indessen auch vielfache Reflexe der Abgrenzung gegenüber dem namentlich von Comte heraufbeschworenen Geist des Positivismus, zu dessen Inkarnation unfreiwillig und unter lautstarkem Protest nichtsdestotrotz eben auch Spencer geriet. Man verwehrte sich insbesondere gegenüber einer positivistischen Vereinnahmung einzelner Forschungsgebiete unter allgemeine Gesetze, da man hierdurch die Souveränität autonomer Subdisziplinen gefährdet sah. Exemplarisch sei noch einmal Wilhelm Gilters Forderung nach einer Separierung von Geistes- und Naturwissenschaften angeführt, welche insbesondere die Gefahr einer Okkupation kultureller Felder wie Religion und Kunst durch eine alles allzu wissenschaftlich erklärende Soziologie im Auge hatte. Wo Vertreter einer systematischen Einheitswissenschaft von der fachinternen Kommunikation als externe Eindringlinge behandelt werden, findet natürlich kaum eine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Die in solchen Zusammenhängen bis Anfang des 20. Jahrhunderts im Hintergrund durchweg präsenten Comte und Spencer werden oft gar nicht mehr namentlich erwähnt. Wie unsichtbare Geister spukten sie zwischen den Zeilen herum. Lenin schießt sich beispielsweise lieber gleich auf Ernst Mach ein, um den wahren Materialismus von verkapptem Idealismus zu scheiden. Etwas anders sieht es aus mit der fachinternen Rezeption von Spencers disziplinspezifischen Beiträgen in der Biologie, der Psychologie, der Soziologie und der Ethik. Hier wurde er zu Lebzeiten durchaus beim Namen genannt, wenngleich man sich dabei auch gerne von ihm zu distanzieren sucht, und zwar stets auf der Ebene spezieller Subtheorien Spencers, wohingegen eine Auseinandersetzung mit dem System als solchem typisch vermieden wird.
Von der Biologie wird Spencer naheliegenderweise als Evolutionstheoretiker wahrgenommen, wobei der Begriff zunehmend auf das mit Darwin assoziierte Thema der Phylogenese eingeengt wird. Die Prinzipien der Biologie werden zwar kaum diskutiert und erst recht nicht als Organ eines Systems rezipiert. Immerhin lässt sich aber der Evolutionsbiologe August Weismann, Begründer des Neodarwinismus, auf eine hartnäckige Debatte mit Spencer über die Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften ein, welche in wissenschaftlichen Zeitschriften wie insbesondere Nature aufmerksam verfolgt wird. Im Zuge der allgemeinen Anerkennung von Weismanns Erkenntnissen zu Keim- und Stammzellen war Spencer damit allerdings für die Biologie erledigt, zumal alsbald noch die Genetik ihren Siegeszug antrat. Spencer wirkt allerdings noch bis auf die evolutionäre Soziobiologie Edward Wilsons nach. In einem frühen historischen Abriss der Psychologie wird Spencer mit seinen Prinzipien der Psychologie von Ebbinghaus 1908 ebenfalls nur unter der Rubrik Evolution erwähnt und dies auch lediglich als allgemeine Literaturangabe. Wilhelm Wundt führt in seiner historisch bedeutsamen Schrift Grundzüge der physiologischen Psychologie von 1874 Spencer ähnlich beiläufig in einer Reihe mit James Mill und Alexander Bain als englische Psychologen an, welche in der breiten Tradition von Locke, Aristoteles und anderen die Gefühle als Form der dunklen Erkenntnis, ein Wort Hegels, verstünden. Davon unterscheidet er eine zweite Hauptansicht, welche wie Herbert und Spinoza die Gefühle aus Verbindungen zwischen Vorstellungen erkläre, um schließlich selbst eine dritte Ansicht zu favorisieren, der zur Folge das Gefühl als beherrschender Zustand der Seele, genauer als den im Selbstbewusstsein wahrgenommenen Eigenzustand des Subjekts zu verstehen sei. Durch diese Eingruppierung wird allerdings Spencers eigentlich viel differenzierteres Konzept der Gefühle ziemlich grobschlächtig verschubladet. Spencers Unterscheidung zwischen peripheren Empfindungen einerseits und zentralen Emotionen andererseits, sowie zum Dritten die Auffassung vom Willen als dominierendem Gefühl, ließen sich unschwer Wundts drei Hauptansichten zuordnen, hätten also ebenso gut zur Stützung seiner Typologie dienen können. Die fehlerhafte Titelangabe Principles of the Psychology ist als weiteres Indiz dafür zu deuten, dass Wundt Spencers Psychologie seinerzeit nicht allzu gründlich studiert haben dürfte. Dies ist insofern erstaunlich, als Wundt ja zum Leipziger Positivistenkränzchen gezählt wird und ob seines Systems der Philosophie gar als deutscher Spencer wahrgenommen wurde, wenngleich er später selbst explizit auf Distanz zum Positivismus von Kant und Spencer geht, wenn er sagt, dass vollends die einzige philosophische Richtung, gegen die ich polemisiert habe, der Positivismus gewesen ist, mag er sich nun nach Spencer, Avenarius oder nach irgendjemandem sonst nennen. William James wiederum zitiert in seinen einflussreichen The Principles of Psychology von 1890 durchaus Spencers gleichnamiges Werk dutzende Male, insgesamt etwa halb so oft wie Wilhelm Wundt, und dies in unterschiedlichen Zusammenhängen mehrfach sehr ausführlich, und zwar teils kritisch, teils lobend. So wird Spencer vom pragmatistischen William James
einerseits wegen seiner postulierten symbolischen Elementarempfindungen geschmäht, andererseits aber ausgerechnet die Wahrheit seiner Bewusstseinsdefinition positiv hervorgehoben, da dies im Gegensatz zu dogmatischen Setzungen den Blick heuristisch für die empirischen Phänomene offen ließe. Allerdings ist Mr. Spencer gegenüber ein etwas abfälliger Ton zu bemerken, und der Altmeister wird nicht unbedingt zur weiteren Lektüre anempfohlen. James war in jungen Jahren, wie so viele seiner Generation, ein glühender Apologet Spencers gewesen und von diesem für Wissenschaft überhaupt begeistert worden. Späterhin neigte er dann zuweilen zu einer äußerst polemischen Kritik an Spencer, als müsse er sich mit aller Macht von seinem geistigen Ziehvater emanzipieren und dieser sei nur noch ein peinliches Relikt aus einer vergangenen Ära. Dabei benutzte James recht selektiv holzschnittartige Verkürzungen von bestimmten Argumentationen Spencers als Kontrastfolie zur Entfaltung eigener Ansichten, die meist die gestalterische Freiheit des Einzelnen betonten. Es ging James um die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit, um subjektive Interessen ästhetischer oder religiöser Art, um die Gestaltung der Geschichte durch herausragende Persönlichkeiten. Irgendwo also immer um den amerikanischen Traum. Spencer wird demgegenüber als engstirniger Dogmatiker eines mechanistischen, plump zusammengesponnenen, deterministischen Weltbildes hingestellt, der eine naiv-objektivistische statt eine konstruktivistische Psychologie vertrete. Eine wohlwollende Deutung hätte Spencer jedenfalls ebenso als liberalen Individualisten und Konstruktivisten in Anspruch nehmen können, um dann weiterführende Forschungsfragen anzuknüpfen. Dass der britische Pionier der Neurologie, Eufemus Jackson, sich hingegen explizit als Adept Spencers zu erkennen gibt, war bereits oben mehrfach hervorgehoben worden, wobei die etwas skurril anmutende These nicht verschwiegen werden soll. Eufemus Jackson sei in Wirklichkeit bloß Spencers Nervenarzt gewesen und habe das vorgebliche Schülerverhältnis nur als Vorwand für die regelmäßigen Treffen der beiden vorgetäuscht, um das Geheimnis seiner Krankheit zu wahren. Spencer habe an einer seltenen Form von Epilepsie gelitten, welche von George Eliot aus Rache für die Enttarnung ihres Pseudonyms insbesondere in der Figur des Silas Marner im gleichnamigen Roman vorgeführt wurde. Zuletzt sei noch erwähnt, dass Spencer auch als Lieblingsautor Pavlovs bezeichnet wird und sich sein reizender Einfluss bis auf das wissenschaftliche Verhalten von Skinner hinauswirkte. In der aufdämmernden Soziologie war Spencer während der Anfangsphase des Fachs sicherlich noch etwas präsenter als in Biologie und Psychologie, schon weil sich vorerst nicht viel Konkurrenz etabliert hatte. Die tonangebenden Länder waren Frankreich, die USA und Deutschland. Frankreich hatte durch Comte zweifellos einen kleinen Vorsprung. Die akademische Soziologie beginnt hier mit Dürkheim sowie seinem Gegenspieler Tat. Dürkheim hatte überdies bei Wundt studiert und von dort einen externen Blick auf den Positivismus mitgebracht. Er zitiert Comte und Spencer gelegentlich, sucht aber nicht gerade ihren Windschatten und geht eher auf Distanz zum Positivismus, wenngleich er diesem von Parsons später nichtsdestotrotz
zugeordnet wird. Implizit steht seine frühe Schrift zur sozialen Arbeitsteilung in der Tat ganz im geistigen Licht Kegel Spencers. Die rhetorisch groß herausgeputzten Kontraste sind in Wahrheit marginal. Lässt sich das Konzept der organischen Solidarität doch ausgezeichnet mit Spencers Begriffen von Altruismus, Re-Repräsentation, sozialem Band und Moral vereinbaren. Die Regeln der soziologischen Methode umgehen das Thema der Systematik und inszenieren sich als Schritt zur methodologischen Fundierung. Die späte Religionsstudie, die elementaren Formen des religiösen Lebens, erinnert schon vom Titel her unvermeidlich an Spencer. Sie greift indes unter dem Schlagwort des Animismus Spencers Geistertheorie in widerlegender Absicht an, die, wie erwähnt, in den Tatsachen der Soziologie nebenher entwickelt wird, ignoriert hingegen weitgehend den explizit religionssoziologischen Teil der Prinzipien der Soziologie. Zu den kirchlichen Institutionen. Die Abgrenzung bleibt deutlich polemisch gefärbt. Anstrengungen zur Versöhnung oder Synthese der Perspektiven werden nicht unternommen. In den USA wurde insbesondere Spencers Geschichtsverständnis von Ward, Giddings und Sumner aufgegriffen, dann aber überzeichnet, fortschrittsideologisch überstrapaziert und damit ideologisch abgewirtschaftet. Es machte sich daraufhin unter der Ägide des Ethnologen Boas ein rigoroser, moralistisch gefärbter Anti-Evolutionismus breit, sodass man sich nicht mehr explizit auf Spencer beziehen mochte, obgleich der die amerikanische Sozialwissenschaft Mitte des 20. Jahrhunderts jahrzehntelang bestimmte Tucker Parsons unverkennbar Spencers Begriffe benutzt und ihn gewissermaßen unter eigenem Namen neu erfindet. Spencers Strukturfunktionalismus wirkte indes auch in der Ethnologie verdeckt fort, insbesondere über Malinowski und Radcliffe Brown, und wurde später durch die Kulturanthropologie des Leslie White vorübergehend revitalisiert. In Deutschland florieren mit dem Organizismus Schäffle, Linienfeld und dem Monismus Goldscheid, Müller-Löhr zunächst mit Spencer geistesverwandte Spielarten der Soziologie, wenngleich Tönnies schon früh lieber auf einheimische Philosophen wie Schopenhauer zurückgreift, Spencer immerhin aber rezensiert und gelegentlich erwähnt. Georg Simmel hingegen, der nach gängiger Auffassung in frühen Schriften wie über soziale Differenzierung deutlich von der Auseinandersetzung mit Spencer beeinflusst ist, umgeht es in seiner grundlegenden Schrift Soziologie, Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Kant und Spencer beim Namen zu nennen, obgleich sie speziell im inkorporierten Artikel das Problem der Soziologie immer noch hintergründig präsent sind und eine explizite Diskussion der seinerzeit allseits bekannten Begründe des Fachs hier sicher sehr sinnvoll gewesen wäre. Simmel kündigte jedoch seit Jahren seine eigene persönliche Soziologie an, um in Frankreich, den USA und anderen Ländern Reputation zu erringen, und schielte dabei zeitweilig auch auf die mit einer diesbezüglichen Professur verbundenen Einkünfte, während er sich ansonsten lieber als Philosoph gab und das Etikett des Soziologen eher verschmähte. Mit der akademischen Etablierung des Faches wird der Positivismus von Kant und Spencer dann bewusst zurückgedrängt.
Im Zuge der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie wird der eigentliche Initiator, der Monist Rudolf Goldscheid, von den Gelegenheitssoziologen Weber und Simmel auf fast intrigante Weise kaltgestellt. Dem spencerianisch geprägten Monisten Müller-Lühr, der damals schon etliche soziologische Monographien vorgelegt hatte, wird gar die Aufnahme verweigert, obgleich eigentlich händeringend Gründungsmitglieder gesucht werden. Für die philosophische Ethik war Spencer um 1900 herum eine feste Bezugsgröße, die sich vor allem mit den Stichworten des Utilitarismus, der evolutionären Ethik sowie der Versöhnung von Egoismus und Altruismus verband. Wer sich zu jener Zeit als Moralphilosoph hervortat, sei es als Moralkritiker wie Nietzsche oder als Anbieter einer eigenen Ethik, genannt seien etwa Sidgwick, Wund und Windelband, der hält indes naturgemäß mehr auf sich als auf Spencer und neigt der damals vorherrschenden Diskurskultur entsprechend zu scharfer Polemik. Das bis heute als einschlägig betrachtete Werk Principia Ethica von George Moore aus dem Jahre 1903 nahm in diesem Sinne Spencers Prinzipien der Ethik als Präzedenzfall eines naturalistischen Fehlschlusses aufs Korn und schoss ihn nach gängiger Lesart weitmännisch ab, obgleich Moore selbst zugibt, dass Spencer sich einer einfachen Subsumption unter das analytisch konstruierte Delikt hartnäckig widersetzt. Für John Rawls spielt Spencer jedenfalls in den 60er Jahren schlicht keine Rolle mehr, obgleich seine über Jahrzehnte diskutierte Theorie der Gerechtigkeit auf eben jenem Prinzip der größtmöglichen gleichen Freiheit fußt, welches den Kern von Spencers Ethik bildet und bereits in Social Statics propagiert wird. Wenn abseits der Modeströmungen politischer Philosophie hier oder da die Tauglichkeit der ethischen Prinzipien Spencers erörtert wird, dann geht es gleichwohl am ehesten um dieses zentrale, wenngleich partielle Gerechtigkeitskonzept, nicht jedoch um die Tragfähigkeit der Systematik, welche metaethische, deskriptive, tugendethische, gerechtigkeitstheoretische und politische Aspekte zur Synthese bringt. Es wird also nicht danach gefragt, inwiefern sich Ansätze der Wertethik oder der Diskursethik nachträglich in ein System nach dem Vorbild Spencers integrieren ließen, indem sie etwa als Bestandteil einer moralischen Entwicklung von Mensch und Kultur verstanden würden. Wenn von evolutionärer Ethik die Rede ist, dann ist gewöhnlich eine soziobiologische Erklärung altruistischen Verhaltens gemeint. Die gegenwärtig zunehmend zu beobachtende Temporalisierung ethischer Urteile, welche überkommenen Normen und die Weltbilder von Gegnern als historisch überholt disqualifizieren und die vertretenen überlegenen Moralauffassungen als fortschrittlich legitimiert, nach dem Motto, du bist der Erste deiner Art, wird selbstverständlich nicht mehr mit Spencer in Verbindung gebracht. Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die geistige Kost Spencers zwar flächendeckend in die wissenschaftliche Welt eingespeist wurde, Spencer im Gehege der Disziplinen aber vornehmlich als Futterfleisch, denn als Leithammel wahrgenommen und folglich weniger beherzigt als vielmehr gerissen wird. Statt die zahlreichen Abteilungen des Systems wissenschaftlich zu besiedeln und wie ein ausbaufähiges Gebäude mit Köpfen voller Zukunftspläne provisorisch zu beziehen,
bedient man sich seiner eher als Steinbruch, um entweder den eigenen Standpunkt zu untermauern oder aber um wuchtige Wurfgeschosse zu beziehen, die in kommunikativer Absicht in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden, wobei man nicht zuletzt den Autor selbst zu treffen sucht. Klar dürfte sein, dass Spencer unter dem Strich, ob seiner exponierten Stellung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als zentraler Katalysator für eine dem Entwicklungsparadigma zuzuordnende Familie von Denkfiguren zu gelten hat, denen sich ja auch ohne ihn eine ideengeschichtlich herausragende Bedeutung zukommen würde. Im Gegenzug machte sich freilich zunehmend auch ein ausgemachter Anti-Evolutionismus breit, zu dessen bevorzugter Zielscheibe Spencer schon aufgrund seiner Prominenz unweigerlich werden musste. Die Entwicklungsidee fungierte zudem bei Spencer als heuristischer Rahmen, der eine Vielzahl wissenschaftlicher Fragestellungen bündelte, in dem die Vielfalt komplexer Gebilde, welche die Geschichte des Universums hervorgebracht hat, jeweils von ihrer Genese her nachvollzogen wurde. Da das System Spencers es somit gestattete, sämtliche wissenschaftlichen Richtungen und Phänomenebenen in ihren Grundzügen zu erschließen, begeisterte es viele Leser bereits anhand der Lektüre des ersten Bandes für die Potenziale moderner Wissenschaft überhaupt. Als Beleg sei auf das Echo verwiesen, das er in den Werken von Schriftstellern wie Oscar Wilde, The Decay of Lying, Jack London, Martin Eden, Lev Tolstoi, Anna Karenina und Thomas Mann, der Zauberberg, hinterlassen hat. Spencer wurde damals regelrecht zum Synonym für die Faszinationskraft eines wissenschaftlichen Weltbildes. Obgleich doch sein Format der Präsentation, ein die Gebiete und Fragen der Wissenschaft ordnendes System, sich als solches zumindest im realen Wissenschaftssystem kommunikativ als nicht recht anschlussfähig erwies. Rezeption heißt genau genommen ja zweierlei. Der Begriff meint zum einen die kommunikative Bezugnahme, bezieht sich zum anderen aber auch auf die psychische Irritabilität, sofern es bei so anspruchsvollen Kulturgütern, wie es ein philosophisches System darstellt, um weit mehr geht als die Registrierung einer einfachen Information. Zitation impliziert daher einerseits nicht notwendig eine eingehende Lektüre des zitierten Textes. Und falls tatsächlich eine intensive Auseinandersetzung erfolgte, spiegelt sich das andererseits keineswegs automatisch in transparenten Verweisen wider. Auch jenseits von buchstäblichen Plagiaten mögen Werke implizit und unbewusst nachwirken. Die betreffenden Ideen mögen gar auf indirekten Wege vermittelt sein, wie Spencer selbst ja entschieden abstritt, von Kant beeinflusst zu sein und diesen überhaupt eingehender gelesen zu haben, wären doch seine besten Freunde glühende Anhänger des positivistischen Hohepriesters waren. Selbst die vermeintlich plausible Paraphrasierung eines dem Leser nicht aus erster Hand bekannten Beitrags gewährleistet kaum, dass dieser adäquat wiedergegeben ist. So vertraut und eben phrasenhaft die Zuschreibung auch klingen mag. Um Überblick über ein Forschungsfeld zu demonstrieren, gilt es, einschlägige Literaturbelege anzuhäufen, die man souverän und nachvollziehbar in gut gängige Schubladen zu verteilen hat,
die womöglich vorab schon eingerichtet wurden, um die wissenschaftliche Publikationsflut im Schnellverfahren abzufertigen. Um sich rhetorisch abzugrenzen, werden oft platte Pappkameraden erledigt oder umgekehrt gigantische Scheinriesen aufgeblasen, um diese dann als Autoritäten zu bemühen. Für Novizen ist überdies die Verführung besonders groß, sich an herrschenden Klischees zu orientieren, die damit natürlich immer größere Macht gewinnen. Diese Problematik ist allseits bekannt und die Frage der wissenschaftlichen Redlichkeit bleibt hier wohl eher eine graduelle Angelegenheit. Personalisierte Zuschreibungen bilden letztlich ohnehin nur eine Stütze des Gedächtnisses, welche im Sinne der Wissenschaft bestenfalls schlicht dem sachlichen Prozessieren von fachlichen Fragen dient. Ein naheliegender Referenzwert für das, was am Namen Spencers nach Jahrzehnten der globalen Präsenz an klischeemäßigen Zuschreibungen hängen blieb und wofür Spencer in den Augen der Welt und der jeweiligen Fachöffentlichkeiten am Ende seines Schaffens mit seinem Lebenswerk stand, ist es durch seinen Tod am 8.12.1903 ausgelöste Echo in Tageszeitungen und Fachzeitschriften sowie in sonstigen Nachrufen. Nicht nur in den USA, wo er außerordentliche Popularität genoss, sogar auch in Deutschland wird bereits einige Tage vor dem Ableben über den sich verschlechternden Gesundheitszustand in vermischten Meldungen berichtet. Die Todesnachricht erscheint dann teils noch am selben Tage in den Abendzeitungen, teils auf den Titelseiten der Morgenblätter. Die Nekrologe reichen von knappen Meldungen bis halbseitigen Würdigungen. Hier zeigt sich, dass Spencer gemeinhin als wichtigster britischer Philosoph des 19. Jahrhunderts gilt, den man von deutscher Seite aus gerne mit Hegel vergleicht, wobei nationalistische Ressentiments kaum zu verkennen sind. Spencer ist zudem als Vorreiter der Soziologie erinnerlich, als Systemarchitekt und Evolutionsapologet. Auch die Debatte mit Weismann hängt ihm indessen nach. Auffällig gespalten zeigt sich das sozialdemokratische Zentralorgan Vorwärts, welches ja immerhin eine progressive Ausrichtung explizit im Namen zur Schau trägt. Ein recht polemisch gefärbter Nachruf auf Seite 4 vom 9.12. stilisiert Spencer geradezu zum Klassenfeind und sozialdarwinistischen Rassisten. Weiterhin heißt es, dass er sich bereits in seinem Frühwerk als gewandter Verteidiger der manchesterlichen Lehre erwies. Am 10.12. folgt dann auf Seite 2 eine ausführlichere Würdigung aus anderer Feder, welche bescheinigt, dass Spencers Gesellschaftslehre in der Art, wie sie das bürgerlich-liberale Prinzip bis in seine äußersten Konsequenzen zu entwickeln sucht, wo es in den Anarchismus ausläuft, so radikal, so ganz und gar aus einem Guss ist, wie man es von einer Theorie überhaupt nur verlangen kann. Am 19.12. wird Spencer dann gar von den Sozialdemokraten gegen den amtierenden Reichskanzler verteidigt, der in einer Reichstagsdebatte vom 14.12. in einer Auseinandersetzung mit Bebel sich auf Spencer als Sozialismuskritiker berufen hatte. Graf Bülow lobt und zitiert nur, was er nicht kennt. Von allen Peinlichkeiten seines Auftretens die peinlichste war,
wie er mit Herbert Spencers frischer Leiche umging. Herbert Spencer sei zwar Gegner des Sozialismus, aber nur, weil er sich von ihm völlig zu Unrecht eine staatliche Gängelei der Privatwirtschaft und eine ideologische Bevormundung der Bürger erwarte und gar das Umschlagen in eine Militärdiktatur befürchte. Dies sei aber in Wahrheit die Konsequenz der Politik des Reichskanzlers Graf von Bülow und habe nichts mit realem Sozialismus zu tun. Hier zeigt sich exemplarisch einmal mehr, wie politische Rhetorik alles zu platten Klischees verhunzt, sofern es sich nur zu moralischen Vorwürfen missbrauchen lässt. Leider ist man auch in der Wissenschaft nicht vor ätzender Polemik gefeit, wenngleich es hier deutlich subtiler zugeht. Schon aus Pietätsgründen bleiben hier die Nachrufe auf Spencer eher wohlwollend gehalten und verdeutlichen in jedem Falle sein enormes Renommee. Die Zeitschrift Nature bringt zunächst unter der Rubrik Notes eine kurze Meldung. In der nächsten Ausgabe folgt dann ein ausgiebiger Nachruf, welches Spencer als einflussreichsten und weltweit meist gefeierten Sohne Englands bezeichnet und zugleich das mangelnde Verständnis der britischen Nation für systematisches Denken beklagt. Nature würdigt das System Spencers im Hinblick auf die unter dem Leitgesichtspunkt der Evolution vollzogene Vereinigung der Wissenschaft, wobei man aber auch durchaus kritisch Lücken sowie Unzulänglichkeiten im Detail konstatiert und insbesondere die Fragwürdigkeit von Spencers Religionssoziologie thematisiert, die gleichwohl zweifellos wichtige Anregungen geliefert hätte. Die Ethik wird zum zweifelhaftesten Teil des Systems erklärt. Die Denkweise und viele der Ideen Spencers seien dessen ungeachtet inzwischen zu jener wissenschaftlichen Atmosphäre geworden, die man geradezu atme. In Zeiten zunehmend unübersichtlicher Komplexität des wissenschaftlichen Wissens sei es Spencer gelungen, den toten Knochen der Wissenschaft Leben einzuhauchen. Deutlich reservierter vermeldet das renommierte Journal Science den Tod Spencers schlicht als zur Kenntnis zu nehmenden Fakt. Als verbürgte Tatsache verzeichnen wir den Tod von Mr. Herbert Spencer, welcher sich in dessen 84. Lebensjahr am 8. Dezember in Brighton ereignete. Mind, die bereits 1876 vom britischen Psychologen Alexander Bain gegründete und damit älteste psychologische Zeitschrift, bezeichnet Spencer immerhin als großen Zeitgenossen Bains. In den folgenden Ausgaben wird dann bereits die Autobiografie Spencers rezensiert und im Zuge der Besprechung eines philosophischen Journals aus Italien, das seine aktuelle Ausgabe ausschließlich Alberto Spencer widmet, heißt es noch, Spencer habe nirgendwo so viele Anhänger wie in Italien gefunden. Gleichwohl entstehe der Eindruck, man wolle ihn mit Blumen überschütten, um ihn dann aus der Stadt zu geleiten. Noch auf dem Internationalen Soziologiekongress 1906 in London hält schließlich der deutsche Philosoph Ludwig Stein einen ausführlichen, als Nachruf gerahmten Vortrag, der an Spencers Lebenswerk erinnert und später auch im Berliner Tageblatt vom 20.08.1906 abgedruckt wird. Zu guter Letzt sei erwähnt, dass die anlässlich Spencers Todes dauerhaft gestiftete Gastdozentur
The Herbert Spencer Lecture an der Universität Oxford, unter anderem 1914 von Bertrand Russell und 1933 gar von Albert Einstein übernommen wurde, sowie 1961 und 1973 von Karl Popper. Mit den Jahren verblasste allerdings das öffentliche Bild Spencers naturgemäß zusehends. Ein anlässlich des 100. Geburtstags in der badischen Presse erscheinender Gedenkartikel weiß noch über seinen Lebenslauf zu berichten. Wohl boten ihm die bedeutendsten Universitäten der Welt und die größten wissenschaftlichen Gesellschaften Ehrentitel und akademische Würden an, doch der Ingenieurphilosoph lehnte alles ab und starb als einfacher, doch weltberühmt gewordener Denker am 18. Dezember 1903 in Brighton. Es folgt eine bemüht wirkende und recht hölzern daherkommende Zusammenfassung seiner Werke, die mit der lapidaren Feststellung enden. Herbert Spencers Werke sind in alle Sprachen übersetzt worden und haben hohe Auflageziffern zu verzeichnen. Seine philosophischen Grundsätze haben auch in Deutschland starken Eindruck gemacht und eifrige wie bedeutende Verfechter gefunden. Von der glühenden Wissenschaftsbegeisterung früherer Jahre scheint nicht mehr viel übrig geblieben. Anlässlich des 25. Todestages stilisiert die Deutsche Allgemeine Zeitung Spencers Philosophie der Weltentwicklung zu einer positiven Lesart der Welt, die sich seinerzeit noch mit Hoffnungen auf eine fortschrittliche Zukunft verbinden konnte, welche sich trotz eines forcierten Prozesses der Individualisierung nicht erfüllt hätte. Spencers Versuch einer Synthese aller Wissenschaften im Sinne Bacons sei zudem von einem schauerlichen Rationalismus und geradezu unmenschlichen Intellektualismus geprägt gewesen. Späterhin blieben nur noch nebulöse Ideen von einem großen Soziologen und Systemdenker, welche umso schriller überzeichnet werden durch die Karikatur eines schrulligen Philosophen. Es kursieren hier und da noch allerlei bruchstückartige Klischees vom Unwissbaren. Man erinnert sich der These, dass Bildung in einem reziproken Verhältnis zur Fortpflanzungsrate stehen würde. Hauptsächlich werden aber Bonmots oder Anekdoten überliefert, etwa über Spencers legendäres Billardspiel oder seinen einteiligen Ganzkörperanzug, den ein humoriger Artikel über Herrenbekleidung Spencers schlechte Launefutteral nennt. In der Wissenschaft werden ohnehin vorzugsweise aktuelle Texte gelesen, denn man muss schließlich den Forschungsstand kennen. Die Halbwertszeit einer Publikation liegt, je nachdem, bei 3, 5 oder auch 20 Jahren. Solange man kein Historiker ist, nimmt man ältere Schriften jedenfalls nur aus besonderem Grund zur Hand, wenn es sich nämlich um Klassiker handelt, die zur Integration eines Faches zu dienen haben. Man belässt es allerdings typisch dabei, einige schmückende Zitate herauszusuchen. Selbst in der Philosophie oder Soziologie werden kanonische Standardwerke gewöhnlich nur in Auszügen vor Augen gehalten. Man verlässt sich in der Regel auf das Gedächtnis des Fachs. Es bleibt also nur das, was aus zweiter und dritter Hand bekannt, was als Bild zugewiesen wurde. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass man im Nachhinein nicht mehr viel übrig hat für Herbert Spencer.
Sei es in der Geschichte der Biologie, der Psychologie oder der Soziologie. Er spielt keine tragende Rolle, zählt nicht dazu, hat keinerlei Bedeutung, wird allenfalls als Vorläufer oder Randfigur geführt. Aus einem der bedeutendsten Philosophen des 19. Jahrhunderts, dessen Philosophie zudem dezidiert der Wissenschaft in ihrer ganzen Breite und Tiefe verpflichtet war, wird ein Sozialphilosoph oder Soziologe, der dazu durchweg mit dem vernichtenden Schlagwort des Sozialdarwinismus versehen bleibt. Diese Wahrnehmung ist augenscheinlich eine nachträgliche Konstruktion, die maßgeblich auf ein 1944 erschienenes Buch mit dem Titel Social Darwinism in American Thought 1860 till 1915 von Richard Hofstetter zurückgeht. Da Spencer nicht mehr im Original gelesen wird und allenfalls selektiv Zitate gesucht werden, die dieses teuflische Image vom Sozialdarwinisten stützen, bleibt es größtenteils ein Fantasiegebilde, ein Hirngespinst. Es resultiert aus dem kollektiven Gedächtnis entspringenden Assoziationen, die sich aus einer Verbindung der Begriffe Evolution und Gesellschaft ergeben. Denn immerhin ist den Tatsachen entsprechend noch erinnerlich geblieben, dass Spencer für das Thema Evolution stand und überdies zur Begründung der Soziologie beitrug. Landläufige Auffassung zufolge ist eine Gesellschaft aber nichts anderes als eine Population von Menschen, und Evolution ist eine von Darwin begründete biologische Theorie, die auf dem Prinzip der natürlichen Selektion beruht. Eine Übertragung des Darwinismus auf soziale Zusammenhänge assoziiert man dementsprechend mit politischen Konzepten der künstlichen Auslese, sprich mit Eugenik, sowie mit autoritären Ideologien, welche die Unterwerfung und gnadenlose Ausbeutung vermeintlich niederer Klassen und Rassen legitimieren. Dabei heißt es bei Spencer sehr deutlich: Morality knows nothing of geographical boundaries or distinctions of race. Angesichts von Spencers im Zeichen des Pazifismus stehenden politischen Engagement gegen Kolonialismus, Imperialismus und Militarismus, angesichts seiner Verkündung eines Evangeliums der Muße gegenüber den gehetzten amerikanischen Geschäftsleuten, angesichts seiner anarchischen Abneigung gegenüber staatlichen Gängeleien, angesichts seiner Szenarien einer sozialpsychologischen wie ethischen Entwicklung hin zu wechselseitig sich bestärkendem Altruismus, zu größtmöglicher Freiheit und kollektiver Glücksmaximierung, hätte man ihm zu Lebzeiten nie und nimmer ungeschoren dieses Etikett anhaften können, zumal der Begriff Sozialdarwinismus seinerzeit ohnehin nicht sonderlich geläufig war. Einzig seine explizit antisozialistische Stellungnahme zog seitens der Sozialdemokratie und der Kommunisten heftige polemische Gegenreaktionen hervor. Spencer prognostizierte insbesondere Deutschland einen aufkommenden Sozialismus, der in einer autoritären Militärdespotie münden würde. Im Gegenzug wurde er zum kapitalistischen Propheten und mithin zum Klassenfeind erklärt, dem per Extrapolation einiger kritischer, selektiv aus seinen Werken herausgegriffener Passagen im Rahmen einer moralistisch generalisierenden Verdachtslogik die perfidesten Absichten unterstellt wurden. Ironischerweise zeigt sich schon in dem verächtlichen, unsachlichen Ton, mit dem Spencer beispielsweise als
alter Knabe als bemoostes Haupt bezeichnet wird und in der ihrerseits vom kommunikativen Stil her geradezu verleumderische Hetze, mittels derer seine vermeintlich menschenverachtende Ideologie entwerfen werden soll, tatsächlich schon eine tendenziell militante Haltung, sofern die soziale Welt implizit als ein unerbittliches Konkurrenzregime gedeutet wird, in dessen Kontext es den ausgemachten Gegner in solidarischer Geschlossenheit kompromisslos zu bekämpfen gilt, um nicht selbst dessen Herrschaft unterworfen, unbarmherzig ausgebeutet oder gar ausgemerzt zu werden. Indem in der Konsequenz dann die systematisierende Theorietechnik der intellektualistisch überhebliche Zientismus und der gesamte okzidental-patriarchalische Rationalismus überhaupt als ideologisches Herrschaftsinstrument und als diskriminierende Systemtechnologie zurückgewiesen werden, bleibt vom aufklärerischen Glauben an das emanzipatorische Potenzial des Verstandes und die zwanglose Macht der Verständigung mittels der Kraft des besseren Arguments jedenfalls nicht viel übrig. Wie für moralisch aufgeheizte Konflikte typisch, bleibt das Böse eine ambige Projektion, die sich je nach Perspektive beiden Konfliktparteien gleichermaßen zuordnen lässt und damit wohl eher als systemisch induzierte Konstruktion gelten sollte. Es sei daran erinnert, dass in Italien eine explizit auf Spencer fußende Spielart des wissenschaftlichen Sozialismus von Enrico Ferri entwickelt wurde, den dieser sogar gegen Spencers Einspruch vehement verteidigte. Es ist überdies erstaunlich, wie sehr es in der von Engels am Grabe von Karl Marx gehaltenen Rede nur so von spencerianischen Kategorien wimmelt: Wachstum, Organisation, Entwicklung. Ohne den gemeinsamen Nenner auszuweisen, wird Marx gar mit Darwin verglichen. Der eine habe das Gesetz der Entwicklung des Lebens, der andere das Gesetz der gesellschaftlichen Entwicklung offenbart. Zwar sei das Werk größtenteils unvollendet geblieben, für das einfache und einleuchtende Prinzip aber habe die bloße Darlegung genügt, um seine Anerkennung zu sichern. Das alles klingt verdächtig nach einem kurzerhand auf Revolution umgekrempelten Spencer und kaum noch nach einem geköpften Hegel. Zwar befindet sich das Grab von Marx erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts auf dem Londoner Highgate Cemetery, genau gegenüber dem von Spencer, und letztere lebt hier seinerzeit auch noch. Dennoch muss Engels ihn geradezu schon im Rücken gespürt und sich den Namen wohlweislich aus Pietätsgründen verbissen haben. Spencers Name mag überhaupt weithin verflucht sein, sein Geist aber lebt selbst in seinen ärgsten Feinden fort. Während man die sterblichen Überreste von Marx nur ein wenig näher an Spencers Grab rückte, werden Spencers unsterbliche Überbleibsel bis heute immer wieder anonym umgebettet und in neuen Schläuchen zur Reinkarnation gebracht. In seiner Autobiografie gibt Spencer eine lustige Episode aus einem selbstverfassten Brief des Jahres 1881 wieder. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas erzählen, worüber Sie lachen werden. Es zirkuliert augenblicklich eine Geschichte, die ihren Ursprung in The World hat, wonach gegen einen Ort, an dem ich mich aufgehalten habe, deswegen ein Bannstrahl geschleudert wurde. Ein Geistlicher der Free Church soll, als er meinen Namen in der Fremdenliste erblickte, schaudernd zusammengefahren sein, und als er gefragt wurde, was ihm fehle, sagte er mit zitternder Stimme: der leibhaftige Antichrist
wohne unter demselben Dache. Er berief alsbald eine Versammlung im Billardzimmer zusammen, um durch Gebete den bösen Geist zu beschwören. Weniger lustig erscheint diese Begebenheit, sobald man sie als Sinnbild versteht. Herbert Spencer scheint nach seinem Tode tatsächlich einem geheimnisvollen Bann zu Opfer gefallen sein. In Philosophie, Wissenschaft und Soziologie wird er wie ein Ausgestoßener behandelt. Aus der Geschichte der Biologie, der Psychologie und der Ethik wurde sein Name weitestgehend getilgt. Dass wenigstens die soziologische Geschichtsschreibung ihn noch pro forma als einen ihrer Vorläufer führt, mag daran liegen, dass der vergleichsweise niedrige Status eines irregeleiteten Soziologen gerade das ist, was dem autodidaktischen, universalgelehrten Spencer eben noch zugestanden wird. Gelegentliche Versuche zu seiner Rehabilitation verpuffen erfolglos oder lösen gar moralische Empörung aus. Im Internet fand sich vor einigen Jahren eine über das Videoportal YouTube ausgefochtene Debatte, bei der einer der Beiträge suggestiv abwechselnd Bilder von Hubert Spencer und Adolf Hitler zeigte, in der Absicht, den Christen Charles Darwin von der ideologischen Verantwortung für die Eugenik und den Holocaust freizusprechen. Das Römische Reich bediente sich des Mittels der Proskription, um in Ungnade gefallene Bürger zu ächten. Zu den stalinistischen Säuberungen gehörte das Ausradieren aller Referenzen auf unliebsame Genossen, bekanntlich auch durch Retuschieren von Gruppenbildern, aus denen die betreffenden Personen herausgeschnitten wurden. Im Fall des Spencers steht natürlich keine vergleichbare Macht im Hintergrund. Weder gab es eine Verschwörung, noch handelt es sich um Mobbing, sondern allein das kollektive Gedächtnis der Wissenschaft selbst ist für den vermeintlich über seiner Person liegenden Bann verantwortlich. Umso erstaunlicher ist die Konsequenz. Es ist, als hätte ein Illusionskünstler mitten in der Wüste einen Jumbo-Jet zum Verschwinden gebracht und als Indizien nur einige Abdrücke im Sand, eine gigantische Ladung Gepäck und zahlreiche Passagiere zurückgelassen. Wie konnte es dazu kommen? Wie wurde aus dem letzten Universalgenie der ausgeschlossene Philosoph? Gebannt, geächtet, ungelesen. Versessen, vermessen und dann vergessen? Wie läuft die Evolution der Wissenschaft?